Liebe Anfänger, wenn ihr nichts trefft, das liegt nur an den falschen Diabolos. Und das werde ich euch jetzt beweisen. So, ich stapel jetzt hier diverse Shieldsalben hin. Jede davon ist mit 20 Schuss mit einem Diana 75 auf 10 Meter gebolzt. Das sind gleich ein paar mehr hier, ne? Da habe ich damals viele von gekauft. Copperhead von Crossman. Ja, die werden so, weiß nicht, 20 Jahre oder so werden die bei mir rumstehen. 20 Schuss mit dem Diana 75. Dann hätten wir hier Humarex Diabolos. Die müssen auch so 20 Jahre alt sein. 20 Schuss mit dem Diana 75. 20 Jahre alt, bestimmt. Haben wir hier als nächstes Superdome. Die hier. Eine Billigmarke wie die andere. Auch hier wieder 20 Schuss mit dem Diana Luftgewehr. Dann hätten wir hier noch Speedy. Die schlimmsten Diabolos, die ich je in die Finger gekriegt habe, weil Plastikdose, das war so eine Dreingabe, Plastikdose und die Diabolos so halbrund und offenbar aus Hartblei, weil die muss man wirklich so in den Lauf drücken, dass es irgendwie nach einiger Zeit an den Fingerkuppen wehtut. Ja, treffen aber. Was hätten wir denn hier noch? R10. Die guten alten R10. Auch hier wieder 20 Schuss. Die waren früher, Gott oh Gott, also es muss auch 20 Jahre her sein. Das war so Standardzeugs, ne? R10, die hatte irgendwie jeder. Was haben wir hier? Finale Match, oh. Die sind einzeln in Schaumstoff verpackt, diese Diabolos. Da stehen noch D-Mark-Preise drauf. Da steht das von 10 D-Mark 50 stehen da drauf. Wäre heute mal gerade 5 Euro, das ist, zahlt mal für eine Billigmarke. Dann hätten wir hier Rundkugeln. War es jetzt diese oder war es jetzt diese? Ich weiß es nicht genau. Das hier ist 4,4 mm. Dann müsste es, nee, die hier sind tatsächlich 4,5, die verkupferten. Ja, ne, da merkt man jetzt endlich mal eine gewisse Abweichung. Also Rundkugeln, das kann man als Beweis gleich mal festhalten. Die sind oft mal nicht so präzise wie Diabolos. Wer wäre darauf je gekommen? Die Hausmarke. Von Norbert, von unserem Genosse-Vorsitzenden damals, Waffenhändler seines Zeichens. Da habe ich so ziemlich alles mitgeschossen. Also Wettkämpfe und so, das Etikett existiert leider nicht mehr so richtig. Ich habe früher meine Dosen immer so mit Tesa zugeklebt, damit sie nicht unterwegs aufgehen. Dann hätten wir noch AK. Diese hier. Auch das, einfach billige Standard-Diabolos, nichts irgendwie Wettkampf oder so. Dann habe ich noch ein paar andere hier, 4,5 Rundkugeln fürs Oktoberfestgewehr. Und dann habe ich hier noch eine Gratis-Dreingabe Shox Diabolo Alligator gekriegt. Auch eine Dreingabe, also eher billig. Da habe ich vieles mit geschossen, das ist genauso gut wie alle anderen. Ja, und zwei alte 4,5 Rundkugeldöschen. Das war's hier auch mit meiner Sammlerei. Also ganz klipp und klar, ne? An den Diabolos liegt es nicht, wenn ihr daneben schießt. Ganz ehrlich. Wenn selbst die billigsten Diabolos so was hier zu Wege bringen, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Euer Gewehr oder ihr. Die Wahrscheinlichkeit, dass es euer Gewehr ist, na sagen wir mal so, es spielt eigentlich keine Rolle. Wichtig ist doch nur zu wissen, es liegt nicht an den Diabolos. Ihr braucht keine 25 verschiedenen Sorten zu kaufen, um auszutesten, welche schießt besser als die andere, sondern es liegt entweder am Gewehr oder an euch. So einfach ist das. Gut, dann haben wir das einmal geklärt. Ne? Also, egal welche Sorte ich nehme, sie treffen eh alle. Deswegen nehme ich immer die billigsten, weil ich geizig bin. Bis auf die Speedy. Die werde ich mir nicht nochmal holen, die sind mir zu hart. Die kann man ab, ich glaube, 4 Euro pro Dose, also 3,95 Euro oder so kann man sie kriegen. Es lohnt sich übrigens unter den diversen großen Händlern, ich glaube 4,5, Franconia, Kettner, GSG, wie sie alle heißen,
bisschen die Preise zu vergleichen. Es gibt teilweise, also wenn man jetzt die Dose bei, ich sag jetzt bei 4,5, die heißen ja so, 4,5 kriegt für 4,95. Man kriegt dieselbe Dose woanders für 4,10 Euro. Das ist dann, wenn man schon mehrere davon abnimmt, dann lohnt sich der Spaß schon fast wieder. Andererseits, wenn man alles bei dem einen bestellt, zahlt man nur einmal Porto. Wenn man natürlich die Hälfte da und die Hälfte da bestellt, dann zahlt man zweimal Porto. Damit ist dann der Gewinn praktisch, denn die Einsparung ist wieder zum Teufel. Was sich ebenfalls lohnt, ist ein bisschen näher hinzugucken bei den Staffelungen. Es gibt Diabolos, da kostet dann eine, ich greife hier mal wahllos rein, ne? Eine Dose kostet genauso viel, egal wie viele ihr nehmt. Bei anderen Dosen ist es dann so, ab 2 so und so viel, ab 5 so und so viel, ab 10 so und so viel. Es wird also immer billiger, je mehr man von einer Sorte nimmt. Bevor ihr also 20 verschiedene Sorten nehmt, ist es vielleicht schlauer, wenn ihr 20 von einer Sorte nehmt. Es liegt nicht an den Diabolos und die billigsten tun's im Zweifel. Ihr solltet eventuell eine Dose davon vorher in Finger gehabt haben. Hätte ich jetzt zum Beispiel 20 Mal diese Speedies bestellt, hätte ich mich geärgert. Bei allen anderen ist es mir egal. Hiervon habe ich noch eine zweite 2500er Trommel sozusagen. Da komme ich ewig mit hin. Dann gibt es noch etwas, was mir aufgefallen ist, und zwar bevor man Diabolos bestellt. Ich weiß es jetzt nur für 4,5, weil für die anderen habe ich es einfach noch nicht nachgeguckt. Wenn man mal 4,5 sich tatsächlich das mal durchliest. Die Dosen sehen erstmal auf der Homepage alle gleich groß aus. In Wirklichkeit sind sie allerdings dann, da sind nur 200 drin und da sind dann nur 300 drin. Bei Gamo sind in der 500er Dose aber nur 450 drin. Es lohnt sich also, den Kram vorher durchzulesen. Und dann gibt es noch einen zweiten Grund, sich das vorher durchzulesen. Und zwar, ich glaube, es war auch bei 4,5. Da steht dabei, wofür die gedacht sind. Wenn da zum Beispiel steht, für Gewehre bis 7,5 Joule, dann nehmt das ernst. Das dürfte nämlich relativ weiches Blei sein. Guckt ihr hingegen, steht da hingegen sowas für vier Gewehre bis zu 16 Joule, dann heißt das entweder, dass diese Diabolos besonders hart sind, damit wären wir wieder bei den Speedy-Dingern, oder es bedeutet, dass diese Diabolos besonders schwer sind. Das ist toll, wenn man Dinge kaputt schießen will. Ihr wisst ja, ne, Masse im Vergleich zum Luftwiderstand, dann kommt da mehr Energie letztlich im Ziel an. Es ist nur nicht sonderlich gut für die Treffgenauigkeit. Das heißt also, auch beim Diabolo-Kauf, guckt mal hin, lest euch die Beschreibungen durch. Das macht Sinn, auch wenn sie auf Kyrillisch sind. So, noch irgendwas zu erzählen? Nö, ne? Hier vielleicht so als Joke am Rande. Die habe ich günstig geschossen, weil jemand will das loswerden, das Zeug. Ich meine, wenn dann D-Mark-Preise drauf sind, liegt es ein bisschen länger. Also habe ich natürlich lächerliche Preise gekriegt. Hier drin sind in Schaumstoff alle Diabolos einzeln reingesteckt. So eine Dose sind nur 200 Stück drin. Um sie wieder rauszukriegen, das ist gar nicht so einfach, weil der Schaumstoff über die Jahre veraltet ist. Das heißt, man kriegt die Diabolos nicht ohne weiteres da raus. Und demzufolge habe ich entweder mit einer Pressluftpistole so einfach den Schaumstoff weggeblasen, dass nur das schwere Blei übrig bleibt. Oder ich habe sie ins Wasser geschmissen und dann im Wasser einfach, na, den hier, bis der Schaumstoff aufschwimmt und das Blei nach unten sinkt. Also so oder so, alt muss nicht immer schlecht sein, muss aber auch nicht immer gut sein. Wichtig ist zu wissen, diese hier sind sehr alt, die hier sind sehr alt, die außen sehr alt. Die Dosen waren allerdings eigentlich immer zu. Nicht im Sinne von immer fest verschlossen, sondern die waren alle angebrochen, aber ich habe sie halt immer so aufgehoben. Die werden nicht schlecht, die treffen immer noch. Ne, den Beweis habe ich hier. So, ich glaube, das war's. Dann hat der Mann mit den großen lila Händen hat wieder gesprochen. Mit gespaltener Zunge wie immer. Dann danke ich euch für eure Aufmerksamkeit und muss jetzt nicht aufstehen, um die Kamera tatsächlich selber auszuschalten, wieder mal. Allerdings arbeite ich noch ein bisschen daran, den richtigen Druckpunkt für den Touchscreen zu finden. Mal schauen.